Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Leute, hier bei die Säulen der Erde. Ja, wir haben ja letztes Mal in der Gruft, wo der heilige Adolphus liegen soll oder angeblich liegt, haben wir hier eine Eule entdeckt, mit der können wir aber nicht wirklich was machen vorerst. Deswegen gehen wir einmal raus, beziehungsweise kann ich das wieder abschließen. Also ich meine, ich will jetzt die Eule nicht zwangsläufig einsperren, aber Krypta verlassen mit Schlüssel vielleicht. Hallo? Ne, ich kann mit der Tür, glaube ich, auch nichts mehr machen. Den warmen Stein auf die Eule anwenden. Ne, wird uns auch nichts bringen. Die mag bestimmt keine warmen Steine. Ja gut, allerdings weiß ich nicht, wenn man jetzt das Tor offen lässt, nachher fliegt die hier irgendwo rum. Okay. Gut, was wir machen werden, wir könnten mal zum Altar gehen, oder? Haben wir den schon angeschaut? Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Amen, jawohl. So, mir ist noch was aufgefallen, wo wir hier gerade, können wir eigentlich irgendwie hier diese Dingens ausblenden? Aufgabe und Fortschritt anzeigen, das geben wir mal raus. Denn, das gibt ein bisschen mehr Blick hier frei. Hier oben sieht man ja so eine Art, ich würde mal sagen, so eine Art Wandmalerei. Und auch hier bei diesen Säulen, da sieht man das auch. Die sind schon ein bisschen verblasst hier. Fun Fact, oder naja, das ist kein Fun Fact, das ist einfach nur interessanter Fakt abseits der Geschichte des Spiels hier. Solche relativ bunten Bemalungen findet man in Kirchen, Kathedralen, Domen, etc. tatsächlich im Mittelalter vor und die werden tatsächlich so bemalt. Ich denke mal so ähnlich, wie das hier auch gezeigt wird, auch wenn das hier ziemlich verwittert alles ist. Da gab es mal vor ein paar Jahren eine Entdeckung im Dom zu Minden, wo man das auch auf einem der, oh, wo war das? War das eine der Hauptsäulen vorm Altar oder so? Die dann da so rechts und links vorstanden. Auf jeden Fall hat man dort bei Restaurierungsarbeiten oder ja, sowas in der Richtung, hat man dort alte Malrückstände gefunden, wo dann wirklich irgendwelche Heiligen abgebildet waren und halt Szenen aus der Bibel und so weiter. Also richtig schönes Malwerk, das da im Mittelalter angebracht wurde und das man dann auch datieren konnte. Also es war, fand ich recht spannend, dass die Kirchen, so wie wir sie heute sehen, diese absolut leeren und, ja, man kann schon fast sagen, fast schon sterilen Räume, früher relativ bunt gewesen sind, zumindest im Mittelalter dort bemalt wurden. Man darf ja auch nicht vergessen, die Menschen des Mittelalters waren ja überwiegend oder zu größten Teilen Analphabeten und um denen gewisse Inhalte aus der Bibel zu vermitteln, dient natürlich dann so eine Bildsprache. Ja, man kann schon fast sagen, so ein bisschen wie ein Comic in der heutigen Zeit oder so. Also da kann man dann wirklich so Bildabfolgen machen mit wichtigen Szenen aus der Bibelgeschichte, aus dem Neuen Testament oder wie auch immer, um halt auch jedem Christen und jedem Bürger oder jedem Mitmenschen quasi zu zeigen, was denn eigentlich in der Bibel steht, denn die meisten Leute können ja in der Bibel nicht lesen, die meisten haben ja auch gar keine Bibel zur Verfügung, dass hier der Mönch damit rumläuft, das ist ja schon hier irgendwie ein Privileg, dass der eine Bibel hat, das hat ja auch nicht jeder, aber die noch lesen zu können, ist dann das nächste Problem. Und so kann man sich halt über diese Darstellung ein bisschen schlau machen sozusagen, auch im Mittelalter, was denn jetzt eigentlich los war mit Jesus und seinen ganzen Pilgern und so weiter. Die ganze Geschichte, die dahinter steckt, um die so ein bisschen bildhaft zu verdeutlichen. Das nur mal so als Nebeninfo. Das kam mir gerade in den Sinn, wo ich diese ganzen Malereien hier sehe. Und ja, ich denke, wir werden jetzt eine Sache machen. Und zwar, bevor wir hier noch den Ritter suchen, werden wir zunächst einmal in den Raum von James gehen, der jetzt ja schon beerdigt wurde. Das war hier hinten, glaube ich.
Der eingestürzte Turm steht hier immer noch wie ein Mahnmal. Denn wir wollen auf jeden Fall mit dem Schlüssel hier rein. Ich will auch den Cuthbert noch die nicht Schlüssel geben, werden weil ich hier nichts nutzen. Ach so. Ach, zum Haus des Priors komme ich damit aber nicht. Alles klar. Okay. So. Tür zum Kreuzgang. Wo kamen wir da denn nochmal hin? Ach so, wir haben eine Karte dabei inzwischen. Moment mal, das gucke ich mal gerade. Aua. Ah, oh, das war. Oh, das tat weh. Hui. Musikantenknochen auf Wiedersehen. Oh, da habe ich mir richtig schön am Tisch gestoßen gerade. Genau. Also wir sind am Vorplatz. Die Küche, hier kommen wir zum Kapitelhaus. Da können wir ja mal hingehen. Vielleicht auch zur Mühle oder so. Die war, glaube ich, auch verschlossen. Ich will jetzt nicht die Schlüssel einfach bei Cuthbert abgeben, ohne so ein bisschen Nachforschung hier zu betreiben. So sehr ich Cuthbert auch mag, aber das ist, glaube ich, gar nicht unwichtig hier, dass wir hier ein bisschen aufräumen, quasi. Aber wozu dann eine Kirche? Wozu so, Weg zur Mühle, junge Mönche, Garten. Warum bauen wir Tempel, wenn nee. Wir Tempel sind? Na, da ist können wir auch hier lang gehen. Auf dem Weg zur Mühle, genau. Da sind wir auch hergekommen. Und vielleicht kriegen wir mit dem Schlüssel ja sogar die Mühle auf. Wer weiß. Denn die gehörte ja eigentlich zur Priorei. Ah, ja, okay. Das war schon mal richtig. Noch ein Geheimnis. Hier ist ein Tuch irgendwie befestigt. Schnitzereien. Holzschnitzerei, untersuchen, was steht denn da drauf? Brüder, ich muss euch verlassen. Ich habe Gott nicht hier bei euch finden können, auf dass der Stock des Subpriors nie wieder meinen Rücken prügeln wird, nie wieder. Vielleicht ist es mein Los, Gott an einem anderen Ort zu finden. Thomas, September 1134. Oh Gott. Okay, also das scheint hier einer der Ex-Brüder quasi zu sein, der hier diese Nachricht hinterlassen hat. Und war der vielleicht, der muss ja eigentlich hier in der Mühle irgendwie stationiert gewesen sein und ja, hat sich abgewendet von der Priorei, wie er selber sagt, um den Schlägen des Subpriors zu entkommen, dem Remigius, der nun wirklich kein gerade netter Charakter zu sein scheint und ja, die Leute hier mit eiserner Hand bestraft für jede Kleinigkeit, andererseits aber auch die, ich sag mal hier, die Novizen nicht im Griff hat, die hier irgendwie was stehlen und so. Das ist ja schon ein hartes Stück, ne? Worte in Holz geschnitzt, ein Abschiedsgruß. Wohl nicht mehr zu reparieren, das Mühlwerk. Wie viel Arbeit, das zu bauen. Ja, in der Tat, das ist ganz schön traurig. Mehr haben wir hier auch gar nicht. Okay, ja, das war ja ein kurzes Intermezzo in der Mühle. Mehr gibt es hier nicht zu sehen. Futtertrog. War hier noch irgendwas? Ja, der Futtertrog. Wir gehen mal hier ins Dorf. Vielleicht finden wir dort auch noch irgendwelche Hinweise. Und dann wollten wir auch zur Brücke, glaube ich. Dorf von Kingsbridge, Straße nach Norden und hier geht's zum Süden. Hallo? Wir gucken uns mal im Dorf um, wenn da überhaupt jemand ist. Fragezeichen. Hinter einem Fenster hat sich etwas bewegt. Aber die meisten Häuser stehen leer. Ah, okay. Also da gibt's eigentlich auch nichts Wirkliches zu sehen. Ja, dann gucken wir doch mal, wie es hier an der Brücke ausschaut. Ah, das könnte Bruder Paul sein hier, oder? Dem können wir doch auch mal sprechen. Bruder Paul. Philipp. Gib Paul den heißen Stein. Wir fragen erstmal nach seinem Fuß.
Was ist mit deinem Fuß, Bruder Paul? Nur eine Frostbeule. Sie wird heilen, wenn der Frühling kommt. Du solltest ein Feuer haben. Es geht schon. So kalt ist es nicht. Nimm es nicht so leicht. Viele werden in diesem Winter sterben, weil sie nichts zu essen haben oder kein Dach über dem Kopf. Remigius sagt, Gott prüft uns, dass nur die Sünder sterben. Nein, die Armen sterben. Und die, die er hier in der Kälte sitzen lässt. Sag nichts zu Remigius, ich bitte dich. Wenn er denkt, ich würde mich beschweren, wird er ungehalten. Der etwa auch Angst vor Schlägen? Ist ja schlimm, ey. Also wir geben ihm auf jeden Fall den heißen Stein, dass der hier auch über den Winter kommt, das ist ja ganz klar. Hier, Paul. Oh, ouch. Ein heißer Stein. Ah. Wie ja, gut von dir, Philipp. Danke. Remigius sollte vielleicht dir ein nicht Feuer so lange, bringen. Aber. Oder dich gar nicht erst hier sitzen lassen. Es macht mir nichts aus. Irgendwann wird der Winter schon enden. Philipp, wenn du je Probleme mit Remigius kriegen solltest, gib ihm auf jeden Fall eine Antwort. Schweig ihn nicht an. Anschweigen? Nichts macht ihn wütender als jemand, der ihn anschweigt. Dann gerät er völlig aus der Fassung. So etwas gehört sich eigentlich nicht für einen Subprior, geschweige denn für einen Prior. Frage um Rat wegen Remigius. Was sagtest du nochmal über Remigius' Schwäche? Nichts macht ihn wütender als jemand, der ihn anschweigt. Sowas gebührt sich eigentlich nicht für einen Subprior. Das merken wir uns aber. Das wird ja vielleicht noch zum Tragen kommen. Weiß er vielleicht was zu dem Ritter? Hast du von einem Ritter in Kingsbridge gehört? Einem Ritter? Oh, ja. Er lag am Straßenrand, nur eine Meile von der Priorei entfernt. Er muss vom Pferd gefallen sein. Wo ist er jetzt? Er ist tot. Wir haben ihn auf dem Friedhof begraben. Hatte er einen Namen? Hat er noch etwas gesagt? Er konnte nicht sprechen. Aber der Blick in seinen Augen, der sagte mir, dass er Angst hatte. Ich habe seine Hand gehalten. Ich betete mit ihm, während er starb. Hatte der Ritter irgendwas bei sich? Da war ein Brief. Ich habe ihn Prior James gegeben. Remigius wird ihn wohl mit dem Rest von James' Papieren verbrennen. James hat darauf bestanden, dass alle Bücher und Dokumente nach seinem Tod verbrannt werden sollten. Außer seiner Bibel. Ich habe schon davon gehört. Ich glaube, das wäre sehr unklug. Manchmal frage ich mich, ob dieser Brief an allem schuld war. Ein paar Tage später ist Prior James im Eis eingebrochen. Genau hier. Philipp, vielleicht habe ich einen Fluch über Kingsbridge gebracht. Ach. Da zitieren wir mal die Heilige Schrift, okay? Denn ich kenne meine Pläne, die ich für euch habe, spricht der Herr. Pläne des Heils und nicht des Unheils. Vertraue auf Gott, Bruder Paul. Du hast recht getan. Danke, Philipp. Vielleicht hat ihn das ein wenig besänftigt. So, der Ritter, den Francis erwähnt hat, hatte einen Brief bei sich. Er ist wahrscheinlich im Raum des Priors, in den wir leider noch nicht reinkommen, wie es aussieht. So, hier ist noch ein Pfad. Ja, und hier unten im Loch bei Gott, James ist hier gestorben. James' Leiche könnte noch hier sein. Gott sei seiner Seele gnädig. Wir kommen natürlich da unten nicht hin, ohne uns zu gefährden hier. James, ich bete für dich, wenn du vor Gott stehst, dass er sich deiner erbarmen wird. Okay. So, hier ist ansonsten nichts mehr, aber der Pfad, der hier lang geht, den werden wir auch nochmal beschreiten. Mein Gott, ist das hier trostlos, ey. Das ist ja wirklich
Das ist ja wirklich ganz traurig. Kalkstein, roher Fels, ragt aus dem Boden. Wäre ich jetzt Steinmetz, wäre er mir bestimmt nützlich. Okay. Bucheckern. Ah, einige Bucheckern liegen noch da. Aber den Spuren nach zu urteilen, hegen Eichhörnchen auch Interesse. Vielleicht können wir die ja sammeln. Für diese Schale von Milius. Okay, die nehmen wir schon mal an uns. Sehr gut. Das war's dann hier auch schon. Dann können wir jetzt ja in die Küche zurückkehren. Cuthbert seinen Schlüssel geben. Und Milius mit den Bucheckern beglücken. Das ist ja auch schon mal was. Dann haben wir ja schon ein bisschen was geschafft in der Folge. Bruder Paul kann sich den Fuß ein wenig wärmen. Das ist ja schon mal Linderung. Ich meine, zur Heilung trägt das vermutlich nicht so viel bei, aber... So, wir gehen zum Tor. Diesmal von vorne. So, ab zur Küche. Dann schauen wir mal. So. Milius und Cuthbert, beide noch da. Wann lernen diese Novizen die Tür zu schließen? So, Bucheckern für Milius. Ich habe Bucheckern gefunden. Dann wird hier also bald eine Buche wachsen. Wundervoll. Falls ihr jemals dazu kommen, diese Samen zu pflanzen. Ich bin mir sicher, das werdet ihr. So. Ah, Garten Eden freigeschaltet, okay. So, Cuthbert, du suchst deine Schlüssel, habe ich gehört. Die haben wir hier. Cuthbert, ich glaube, ich habe deine Schlüssel gefunden. Wo hast du sie gefunden? Der Dieb hat sie in der Kathedrale versteckt. Das ist Gotteslästerung. Wirst du den Dieb bei Bruder Remigius anzeigen, Philipp? Ich werde es mir überlegen. Behalt die Schlüssel, bis wir wissen, was zu tun ist, ja? Okay. Nun gut, dann behalten wir sie, aber ich denke, ich würde jetzt aktuell sagen, die müssen wir anzeigen, weil die nehmen sich da Sachen raus, das ist schon echt ganz schön dreist. Na, erstmal den Käse von uns abziehen, schön und gut, aber dann hier irgendwelche Sachen plündern, das ist ja echt Bruder Cuthbert. Philipp! So, wir fragen ihn mal nach dem Brief des Ritters, ob er was weiß. Ich suche nach einem Dokument, das Prior James ausgehändigt wurde. Dann ist es vermutlich im Priors Zimmer. Richtig. Aber da kommen wir doch mit dem Schlüssel nicht rein, oder? Und du sicher auch. Fragen wir doch mal Milius noch mal kurz nach. Achso, wir könnten doch die Bibel auf Cuthbert anwenden, das wollte ich auch noch machen. Ein kleines Zitatspruch. Der Jünglinge Ehre ist ihre Stärke. Und graues Haar ist der Alpenschmuck. Matthäus? Sprüche. In meinem Alter will ich wohl nicht mehr viel an meiner Belesenheit arbeiten können, befürchte ich. Aber du hast sicher recht. Sprüche. Okay, so, Milius. Der pökelt immer noch den Fisch. Milius, hast du einen Moment Zeit? Was kann ich für dich tun, Bruder Philipp? Ja, Prior James hat ein Dokument, das ich gerne sehen würde. Es ist vermutlich unter den Dingen, die Remigius verbrennen will. Oh nein. Er ist im Priorszimmer. Vielleicht kannst du es ihm noch ausreden. Ach, er ist schon dort. Ja, Remigius selbst. Du siehst aus, als hättest du noch was Wichtiges vor. Wenn du mich brauchst, weißt du ja, wo du mich finden kannst. Okay, wir werden mal gucken, dass wir Francis davon schon mal in Kenntnis setzen. Nicht, dass wir hier auf eigene Faust handeln und es heißt nachher, oh, ich wusste gar nichts, blip und blub und bla. So, Haupttor der Kathedrale. Und dann gucken wir mal, dass wir Francis erzählen, dass hier der Brief unter den Sachen von Prior James ist. Vielleicht wird er auch mit uns gemeinsam
versuchen, das Ganze zu lösen. So, Francis, ich hab was herausgefunden. Der Brief des Boten ist in der Kammer des Priors. Aber der Subprior will alle Unterlagen von James verbrennen. Was? Das können wir nicht zulassen. Hörst du? Natürlich nicht. Natürlich nicht, ja. So, da würde ich sagen, werden wir in der nächsten Folge versuchen, genau das zu tun, nämlich das zu verhindern. Und ja, bis dahin wünsche ich euch alles Gute und ja, ich hoffe, wir werden das hier ein bisschen zum Guten wenden können. Denn die Priorei braucht auf jeden Fall hier frischen Wind und eine bessere Organisation. Das steht auf jeden Fall fest und ja, das ist ja hier alles sehr, sehr traurig eigentlich. Und ich hoffe, wir können hier ein bisschen was zum Positiven ändern. Also, bis zur nächsten Folge. Macht's gut, euer Tastenhauer.